Ja, ich weiß nicht, ich vermute, dass das einfach dann in dem Falle ein Kunstprojekt war, dass zu diesem Song ausgerechnet ein Video gedreht wurde. Kunstprojekt passt auch ganz gut zu diesem Album, das schon sehr avantgardistisch musikalisch daherkommt. Nervös, das passt wiederum ganz gut zu dem, was wir gerade gehört haben, heißt das Album von Chris Immler. Ich finde aber auch, dass da zum Teil deutlich bessere Sachen drauf sind als dieses Stück, wie gesagt, eben gerade. Bin jetzt aber mal gespannt, was ihr so sagt. Ich fange mal mit Ninja. Ja, das geht ganz schnell. Ich habe ein Wort, grauenhaft. Und, aber du magst doch Jens Friebe. Ja, so aber ich sehe den nicht und höre den nicht in der Platte. Ich liebe Jens Friebe. Du siehst ihn und hörst ihn nicht, aber er hat hier mitgeschrieben und mitgearbeitet. Ja, aber dann soll er bitte sich trennen, seine Sachen machen und mich erfreuen. Aber das ist einfach grauenhaft. Okay. Fertig. Wie viele Punkte? Null. Okay. Ja, ich finde ja alles irgendwie, was irgendwie abnorm klingt, erstmal interessant. Mhm. Und ich habe auch versucht, dem was Gutes abzugewinnen. Auch die Texte habe ich aber nicht so ganz verstanden, wo ich dachte irgendwie, Mensch, das könnte so ein bisschen, Mensch, wie hieß es, Palais Schaumburg, ja, meets Elektroclash. Mich hat es so auch ein bisschen erinnert an Sachen, die Max Gold mal gemacht hat. Grünes oder Max Gold, stimmt. Foyer des Arts, so ein bisschen diese Zeit. Und die haben mich aber nicht so abgeholt wie Palais Schaumburg, weil also, da bin ich ja großer Fan von. Irgendwie ist das so nichts zerfasert. Mhm. Auch wenn da gute Ansätze drin sind. Also auch irgendwie diese gegenschichtigen Rhythmen und ja, dieses Chaos ist ja beabsichtigt bei der Platte. Und die Platte soll nervös und hektisch sein und ja, das ist ihr gelungen, aber also richtig mitgenommen hat es mich nicht. Also sie ist sehr interessant, aber der Gebrauchswert ist relativ gering. Also man kann irgendwie schon hören, dass er wirklich sehr ideenreich arbeitet. Mhm. Und er packt teilweise irgendwie zu viel rein oder demonstriert zu viel. Ich glaube, die Platte würde mir insgesamt besser gefallen, wenn überhaupt kein Gesang drauf wäre. Also wenn der Gesang, der teilweise sehr gewollt, Palais Schaumburg wurde gerade gesagt, aber auch so mich ein bisschen an die Texte erinnert von Bands der sogenannten Hamburger Schule, mhm, die ich irgendwie komplett alle ganz furchtbar finde, mhm, denke ich mal irgendwie, dass es mehr Gewinn gewesen wäre, die Texte auch noch minimalistischer zu machen. Vielleicht noch abstrakter. Sich nur so auf so Zeilen zu beschränken wie, ich mache mir Sorgen wegen Norwegen. Ja, oder vielleicht sogar das Norwegen weglassen. Und dann einfach irgendwie das wirklich komplett, die Texte so konsequent dadaistisch zu halten, wie die Musik auch. Einfach irgendwie noch mehr verhackstückt irgendwie. Da hätte man, dann wäre es wenigstens irgendwie in seiner Zerstückelung rund gewesen, wenn du weißt, was ich meine. Ja, ich kann das nachvollziehen tatsächlich. Von daher irgendwie ist es super. Wie Tiger schon sagte, wie so weder Fisch noch Fleisch. Also man merkt schon, es ist ein guter, aber das Problem ist, er will auch zeigen, dass er ein guter ist. Und ein bisschen mehr so Understatement, der hätte ihm vielleicht etwas besser zu Gesicht gestanden. Ist schon ein Name, den man sich irgendwie merken wird, aber wo man auch genau weiß, irgendwie, das ist auch ein Mann eigentlich, der im zweiten Glied wahrscheinlich irgendwie tausendmal besser ist als irgendwie als Frontmann. Und von daher hat er die letzten Jahre, glaube ich, alles richtig gemacht. Ja, so kann man es natürlich auch sagen. Der gute Chris Immler. Also ich kann das aber tatsächlich alles sehr gut verstehen, was gesagt wurde, und kann das zum Teil auch nur bestätigen, dass bei diesem Album ich doch sehr an sehr vielen Stellen gedacht habe, das ist mir jetzt zu avantgardistisch um der Avantgarde an sich. Also da ist mir jetzt zu viel Kunstfertigkeit drin, aber zu wenig Song. Ich finde, dass das erste Stück Mörder zum Beispiel und auch das Stück Arbeiterjunge durchaus musikalisch auch immer noch so Ansätze haben. Das waren nämlich Stücke, die mich auch ein bisschen an so Foyer des Arts und so erinnert haben, wo ich dachte, ah, das ist gar nicht so schlecht. Aber es wird dann halt noch schwieriger. Das sind so die Stücke, wo man denkt, na gut, das ist jetzt nicht einfach, aber es kommt bestimmt noch mal was. Ich hab nie ein Problem damit, wenn es kein Song ist zum Beispiel. Aber wenn, sobald halt irgendwie strukturierter Text auf solche Musik raufkommt, dann soll es ja doch wieder ein Song sein. Dann bekommst du diesen Songcharakter, der halt irgendwie da nicht passt. Mhm. Das klingt wirklich gewollt. Ja, vielleicht ist es das. Also, unterm Strich kann man sagen, wie viele Punkte würdet ihr geben? Dann fragen wir erstmal Tiger, dann hat Tiger noch ein bisschen Zeit nachzudenken. Anderthalb würde ich sagen. Einfach einen Punkt allein wegen, dass er es versucht hat. Na, ich wäre schon bei 2,5. 2,5 würde ich auch sagen. Okay, ja. Na bitte. Also, unterm Strich kommt durch. Es ist natürlich Geschmackssache, das ist ganz klar. Aber es ist kein schlechtes Album.
Das kann man mal so sagen, keine schlechte Sache. Es ist vielleicht ein bisschen zu schwierig. Entschuldigung, ich sage, es ist ein schlechter. Es ist vielleicht ein bisschen zu schwierig für manche. Ja, okay. Ja, nehme ich gerne in Kauf. Keine Frauenmusik. Keine Frauenmusik, genau. Es ist auf jeden Fall keine Frauenmusik. Und das heißt nicht, dass Frauen zu dumm dafür sind, es ist einfach nur, es ist keine Frauenmusik. Es ist Musik, die wirklich weniger das Herz erreichen will. Das kann man mal ganz klar sagen. Ja. Der emotionale Aspekt fehlt. Das kann man wirklich mal ganz klar sagen, wenn das wichtig ist für Frauen, was auch nicht ich durch die Bank behaupten möchte, aber... Ich kann nicht mal die Länder. So.